Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und ja, willkommen zu unserem 5. Lauf im Sprintcup der Serie B. Heute unterwegs auf Silverstone Traditionsstrecke und ich bin wieder nicht allein. Ich darf mich wieder auf den Dettel freuen mit am Start heute. Dettel, servus. Hallo Matthias, schönen guten Abend. Ja, Silverstone. Wir haben blöde Erfahrungen gemacht letzte Woche in Silverstone. Ja, ich hoffe, es wird das mal ein bisschen besser. Weil das war gleich mal hier Kurve 1 und Runde 1 gleich mal hier weggesemmelt. Bei dir ja noch schlimmer wie bei mir, ne? Ja, es war ein Katastrophentag, aber so ist es nun mal. Ne? Aber die Vergangenheit hat es gezeigt, dass die Liga B uns in der Liga A etwas voraus ist in der Disziplin des Starts. Schauen wir mal, wie es heute wird ja bei B, ob das wieder gelingt und wir daraus lernen können. Ja, schön wäre es, ne? Schauen wir uns mal die Strecke ganz kurz an, Silverstone. Ja, Traditionskurs, wie schon gesagt, gegründet 1948, also das ist schon ein paar Tage her. Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn in Silverstone, Streckenlänge, ja, mit einer der langen Strecken, die wir so im Rennkalender haben, 5,891 Kilometer, fährst du im Schnitt zu Zeiten 57, sowas in dem Dreh auf trockener Strecke, Kurvenanzahl haben wir 18, bin mal gespannt, was heute so geboten wird an Zeiten. Wir sind schon im Qualifying mittendrin quasi, statt nur dabei. Ja, also ich habe schon ein Stück des Trainings gesehen. Wenn das Training oder sagen wir die Quali genauso wird wie das Training, wird das sehr eng vorne werden. Es wäre mit Sicherheit nicht alle etwas gezeigt haben jetzt beim Training. Wird mittlerweile schon so gehandhabt wie im Realen, was dadurch auch sehr spannend ist, dann für uns dadurch. Richtig. Ja, 35 Fahrer haben wir am Start heute. Also angenehme Fahrerfeldgröße, würde ich mal sagen, gerade auch für die Strecke. Man kommt jetzt im Quali nicht maximal in die Quere. Ersten Zeiten purzeln auch schon rein. René Moldenhauer hier mal mit einer 1,58, 1,52 für den Anfang. Schon ganz gut, ja, muss man sagen. Und dann, weil wir es gerade hatten zum Thema Eng, Buschi, Falk Moritz dahinter mit 0,058. Also 500stel. Bin gespannt, was es Quali bringt. Das ist jetzt gerade mal die erste Runde, die erste Gezeite, die sie da gesetzt haben. Ja, Chris Leucht, der lässt gleich mal krachen. Ne? 57,582. Ist ja gleich mal, Freunde, brauchen wir nicht diskutieren. Ne? Hier über 200stel. Genau. Ist auch ein neuer Fahrer, der jetzt hier in die Saison mit eingestiegen ist. Ja. Und ja, also da bin ich schon überrascht hier, was er da. Ach, und dann auch mit dem besten Auto generell hier im Feld. Natürlich. Ja, die anderen Autos sind auch gut, solange wie sie hinter dem Porsche bleiben, ne? Das ist richtig, genau. Ja, Wolfgang Busch, 3,5 Zehntel dahinter. Also auch da wirklich eine gute Zeit, 57,8. Das kann sich schon sehen lassen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was sind wir letzte Woche gefahren? Ich glaube 57,1 oder 2 war irgendwie Maizeit. Das hat gerade mal für P16 oder 15 gereicht. Ja. Ja, da ist die 56er Zeit gefallen. Da bin ich mal gespannt, wie das heute hier wird, im B. Ja. Ich traue das schon einigen Leuten hier zu, zumindest für die auch in der Tabelle vorne sind. Ja. Starke Fahrer haben wir genügend, ne? Also wenn ich mir das so Noah Gomolla anschaue zum Beispiel, Christopher Seftel, ja, Chris Leucht sowieso, der jetzt vorne steht, also da können wir glaube ich was sehen. 56? Der ist mir jetzt noch nicht so geläufig. Der Leucht? Ja. Nee, der ist glaube ich auch erst das zweite Rennen jetzt dabei. Ich glaube letztes Mal in Suzuka war er schon dabei oder war er da? Ich weiß jetzt voll gar nicht. Mir ist der Name jetzt gerade nicht so geläufig. Aber schauen wir mal.
Ja. Vielleicht ist er auch ein bisschen untergegangen. Ja, kaum sprechen wir vom Noah, ne? 57,450. Ja. Gleich mal ja, 1,3 Zehntel draufgepappt. Aber da haben einige, haben da ein bisschen was im Delta stehen. Kann man mal gucken hier zum Nick Kleefeld, der hat 0,6 dabei. Würde dann auch für 58er Zeit zumindest mal reichen. Ja, P14, 7 Plätze gut gemacht. Ja, was ich da vorhin so im Training gesehen habe, ist schon gut. Also 2 Minuten solltest nicht unbedingt fahren. Also die 59 sollte schon davor stehen. Teste da irgendwie auch jetzt schon, ne? P27, 1,59, 9,80. Also das heißt, bis 27. Platz sind alle unter 2 Minuten. Ja, ich sag ja, ich habe das Training etwas beobachtet und habe da schon so ein bisschen ein paar Zeiten gesehen, die sich jetzt hier auch widerspiegeln. Deswegen wird das Quali wird schon interessant werden hier. Denke ich auch mal, ja. Ben Gassner, 1 Sekunde dabei, der ist Purple im Delta unterwegs. Also wenn er die 09 drüber bringt irgendwie, dann ist er schon mal gut dabei. Ja, ich denke mal, Gassner wird auch noch etwas weiter vorne kommen. So auch das einer, der im Qualifying immer gut mit abgeliefert hat, ne? Ja, ja, definitiv. Lassen wir uns mal überraschen. Angel. Jetzt geht's gleich über die Ziellinie, Startziel. Ja, und das reicht für P1, ne? Wolfgang wird immer stärker, Busch. Also das freut mich. Ja, stark. Nurko Moller setzt zum Konter an mit 0,4 dabei, auch Papel unterwegs. Also was mir auch bei unserem Rennen aufgefallen ist, die BOP spielt ja fast gar keine großartige Rolle, ne? Ja. Es ist trotzdem alles schön gemischt, ne? Es ist nicht so eindeutig von den Fahrzeugen her. Ja. Ja, wir fahren heute wieder ohne LFM BOP. Für Silverstone gab es noch keine. Aber haben sie gut gemacht, finde ich jetzt. Also Kunos. In dem, auf der Strecke. Ja. Relativ ausgeglichen. Ja, kaum habe ich es vor uns gesagt, ist Ben Gassner schon vorne an der genau. Spitze. Aber es ist immer noch eng, es kann immer noch viel passieren. Die goldene Runde, die wir uns alle wünschen. Genau. Chris Leucht mit einer weißen Flagge, aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Ob wir so ein bisschen Abstand gelassen haben, schätze ich mal. Alex Kuhs. Oh, Alex Kuhs, was ist da passiert? Der steht schon sehr lange. Der steht komisch. Ja, der steht wirklich. Wo steht der? Sieht man gar nicht, ne? Doch, das ist die Boxenausfahrt. Ah, jawohl. Das Auto ist auch komplett still. Ja, komisch. Nurko Moller, 03. Und damit reicht's wieder für P1 bei ihm. Ja, na die schenken sich nichts davon. Ne, gar nicht. Gar nicht. 183 dahinter. Ja, Kassen jetzt rein in die Box, steht drin, holt sich einen neuen Satz wahrscheinlich. Soll übrigens trocken bleiben, was das Wetter angeht. Alex Crew steht immer noch da, ist wirklich komisch. Nils Doms ist auch wieder mit am Start, freut mich, dass er wieder dabei sein kann. Der war jetzt, glaube ich, wegen einer OP für ein paar Rennen außer Gefecht. Aber richtig. Schön, dass er da wieder mit am Start ist, freut mich. Ja, da wünschen wir ihm auch alles Gute, dass er heute gut mitmachen kann. Genau. Er ist ja noch in der Lernphase mit, wie eben halt unser Rego-Mitarbeiter, der Mischa Klinke. Ja. Ich habe jetzt mal geschaut. Hier ist Alex.
Alex Langhorst hatte 4 Zehntel dabei, aber ach, das war ja nix. Da ist er die Runde ungültig gemacht. Thomas Gefert auch mit dabei. 4 Zehntel im Delta, jetzt noch 3. Ja, das sind schon gute Zeiten, die sie da fahren. 57,1 vorne mal die Spitze und dann. Ich bin mal gespannt, auch mit Seftel. Na, er ist jetzt nochmal rausgefahren, er war jetzt eine Weile an der Box. Ja. Der wird wahrscheinlich auch noch etwas nach vorne kommen. Der Tobias Vogt. Sehr schön. Ja, Vogt auf 6 jetzt. Auch gut, ja. Dirk, grüß dich. Ja, gute Besserung, Mensch. Bist krank, ne? Haben wir gelesen. Ja, gute Besserung, Dirk. Ja, Grippe geht rum, ist nichts Gescheites. Mich hat es letzte Woche erwischt. Montag. Nö. Heute bis jetzt bei mir. Ja, René auch. René Brey liegt ja auch ein bisschen flach. Ja, René kämpft doch ein bisschen mit seinem Körper. Oder umgedreht. René Moldenhauer, 3 Zehntel dabei, 58,1. Das wird für 57 hoch reichen. Wenn er es drüber bringt. Also ich denke mal, dass René mittlerweile nicht mehr so aufgeregt ist, ja, vor irgendwelchen Rennen oder Qualis. Sollte er hinkriegen. Alter Hase, ne? Mittlerweile. Alter Hase, ja. Na, jetzt hat er ein bisschen was verloren, das war nix. Aber wir haben noch 6 Minuten, 6:20. Ach, Buschi wieder schön mit dabei vorne. Ja, P7 aktuell. Jakob Hausinger. Ui, was ist mit dem Jakob los, hm? P24. Naja, es gibt mal solche Tage, ne? Ja, Tage und Strecken, ne? Wenn es nicht zusammenpasst irgendwie, dann, wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Aber gut, vielleicht hat er einfach noch keine Runde hinbekommen. Aktuell 9, ja gut, aber 59,0 ist eigentlich keine schlechte Zeit, ne? Also. Nee. Geht jetzt auf eine neue Fliegende. Und da kannst du so viel Zeit liegen lassen hier in den SS, ne? René, 4 Zehntel. Ach, schön. Sehr gut. 7 Positionen gewonnen, sehr gut. Auf P6. Kann sich sehen lassen. So, wir sind noch schnell unterwegs. Aktuell keiner auf eine Verbesserung. Er ist schon die starke Zeit von Komala, muss ich sagen. Also, ja, er knabbert an der 56. Mal sehen, ob er sie noch vielleicht bekommt. Aber unabhängig davon ist das ja schon eine sehr gute Zeit. Das bist du, glaube ich, auch gefahren, ne? Ja, die 57, irgendwie 57, 1, 2, irgendwie sowas. Die 56, im Training bist du die sogar schon gefahren, die 56, ne? Ja, im Training schon, ja, da bin ich 56,7 oder so gefahren, aber im Quali hat wieder nicht hinbekommen, Mensch, das ist echt. Aber da hat man auch 2 Stunden Zeit, ne? Das hast du beim Qualify näher, in 20 Minuten, da musst du abliefern können. Oder zumindest abrufen können. Das ist ja nochmal was anderes gefühlt. Also ich bin ja, das habe ich bei, ich glaube, zu jeder Übertragung sage ich noch, aber Qualifying ist absolut nicht meins. Nee. Ich bekomme das einfach nicht hin. Ja, also ich hab's so. Das hängt wirklich von der Strecke und echt von der Tagesform bei mir ab. Es gibt Tage, da schaffe ich es, da bin ich sogar teilweise ein bisschen zackiger unterwegs wie im Training, aber manchmal klappt es einfach nicht, kriege ich es auch nicht hin. Also Haier und Kleefeld, das sind
gerade die Konkurrenten in der Meisterschaft. Also Krefeld erster in der Bronzeklasse mit 87 Punkten und Haier mit 72 Punkten. Ja, und Röhr mit 71. Ja, ist sehr eng noch beieinander, ne? Ja, das ist wieder diese, ja, das ist genau die Reihenfolge, das ist schon lustig. Ja. Ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ja, ein paar Rennen haben wir noch. Kann ich an der Stelle mal einen Rennkalender, hoppala, das war nicht der Rennkalender. Hier ist der Rennkalender, können wir uns den mal angucken an der Stelle. Ja, heute 21. März, Silverstone, 60 Minuten. Nächste Rennen dann in zwei Wochen, am 4. April auf dem Oldham Park, auch für 60 Minuten. Im Anschluss dann 90 Minuten Watkins Glen, dann 60 Minuten Donington, Zandvoort und Hungaroring. Und zum Abschluss haben wir nochmal 90 Minuten am Parkplatz Paul Ricard dabei. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Somit ist auch von der Meisterschaft her alles offen. Naja, wir haben die Hälfte, glaube ich, jetzt im Rennkalender. Ja, genau, genau. Also heute ist dann genau die Hälfte rum. Allzu gemütlich sollten sie sich also nicht machen vorne. Nee. Das kann auch viel passieren. Ranfahren, ja, genau. Seftel ist nach vorne gekommen. Also wir haben mittlerweile bis Platz 13 innerhalb von einer Sekunde. Das ist schon stark. Ja, das ist richtig gut. Ja, und das Rennen wird ja nochmal eine andere Geschichte werden. Ne? Da muss man erstmal ankommen. Richtig. Start ist, schau ich mal kurz beim Rennen zu hier, seine Boxeinfahrt. Daniel, ja, die Box. Grüß dich. Daniel Arning im Stream. Oh. Die Earn. Hallo. Grüß dich. Piet, servus. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Piet. Patrick Gonzalez, 17. gerade aktuell. Ich glaube, der kann auch einen Tacken schneller. 0-2 hat er noch dabei. Sagt die Quali, schreibt hier seine eigene Geschichte. Ne? Im Training klappt alles super. Aber wenn es drauf ankommt, klappt nicht. So, man wundert sich, warum nichts klappt. Ne? Das ist richtig. Zweier gelb. Ja, ich denke mal, Gomola schraubt ein bisschen an da. Na, hat er fast geschafft. Neue schnellste Runde. Ja. Für Noah 1,57,0. Sehr schön. Die 56 fällt nicht irgendwie. Mag nicht. Nee, deswegen wollte ich gerade sagen. Ja. Oh, Peter Buchholz auch stark heute wieder. P10. Drücken wir mal die Daumen, dass alles gut geht hier, Turn 1. Ja. Nicht wie bei uns letzte Woche, wie gesagt. Ah, da denke ich schon mit ein bisschen Grauen zurück, muss ich ehrlich sagen. Das war halt nichts, gar nichts. Muss ich einfach aus meinem Gedächtnis löschen. Ja. Aber das ist nun mal so. Na, das ist. Ja, das passiert im Motorsport und auch hier beim E-Sport, dass da. Es muss manchmal gar nicht viel sein. Eine kleine Berührung löst eben halt so viel aus. Ja. Ja. Er hat halt jetzt gerade ein Zehntel drei Positionen beim Daniel Hummel ausgemacht. Also das ist krass. Wir haben auch Zeitengleichheit zwischen Michael Haaf und Nick Kleefeld, die beiden Teammates. Also halt auf die Tausendstel genau. Dieselbe Zeit gefahren. 1,58,085. Jetzt sind wir tatsächlich die ersten 15 Plätze innerhalb oder 16 Plätze innerhalb einer Sekunde. Ja, Quali vorbei. So schnell geht's. 20 Minuten. Ja. Ja, Piet, stimmt. Was gibt's am Donnerstag Schöneres, ne? Wie Team zu unterstützen und uns zu lauschen. Daniel, was war los? Turn 1, müsst ihr mal den Stream angucken.
Kurve 1 gleich mal hier, aber so eine hat man noch nie, Massenkollision. Nee. Also es war, die hat man in 4 Seasons noch nicht. Wirklich unglücklich, also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass da recht viel reingedived wurde oder irgendwas. Nee. Aber halt so blöd einfach gelaufen, dass du, ich glaube, wie viel Autos waren es? 15 Autos waren gleich mal aus dem Rennen genommen. Ne? In der ersten Kurve, erste Runde, also nicht das Highlight. Ja, aber schön, wenn du Donnerstag wieder mit dabei bist, freut mich. Ja, Quali sind wir durch. Wie gesagt, Noah Gomolla hat es geschafft, wieder mal, muss man sagen, auf P1 zu fahren. Ben Gassner auf P2, Dennis Henschel ist auf P3. Jetzt schauen wir mal hier, Ben Gassner, ob der es schafft oder hat der keinen Sprit mehr? Oder fährt der im Boxenlimiter? Ich glaube, es ist schon vorbei. Okay, ja, lass mal hier mal die Rennkommission drüber gucken. Das. Dennis Henschel auf P3, Wolfgang Busch hat es auf P4 geschafft. Auf P5 Christopher Seftl. Und das waren jetzt mal so die ersten fünf. Dann würde ich sagen, gehen wir ganz kurz in unsere Sponsorenwerbung und dann gehen wir ins Starting Grid. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Und Happy Clean Gebäudedienste. www.happy-clean.eu. So, an der Stelle vielen lieben Dank an unsere Sponsoren, die uns da so tatkräftig unterstützen, finanziell, in finanzieller Hinsicht. Ohne euch wäre es sehr viel schwerer möglich, das Ganze zu machen. Also danke nochmal an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal ins Starting Grid und dann geht's los mit P1. Der Noah Gomolla im McLaren mit der 747 geht er ins Rennen. Von der 2 Ben Gassner mit der 519. Dennis Henschel mit der 92 im Lambo von 3. Von 4 Wolfgang Busch mit der 568. Der Christopher Seftl mit der 3 im BMW von der 5. Von der 6 Chris Leucht mit der 158. Der René Moldenhauer mit der 868 von P7. Von P8 Tobias Voigt mit der 122. Der Falk Moritz mit der 46 vom P9, von P10 Peter Buchholz mit der 5 im Ferrari, Manuel Klausmeier mit 178 im Lambo, von der 12 der Fabian Schulze in der 77, der Patrick Donzalas von der 13, von der 14 der Daniel Hummel, Michael Haaf, sein Teammate von P15, zeitgleich das Quali abgeschlossen, Nick Liefeld von P16, Chris Haier von P17 für Hobe Sim Racing, Dani Daniela von P18, der Florian Wilmer ebenfalls Hobe Sim Racing im Mercedes von P19, von P20 Jan Röhr, der Alex Langhorst hat auch noch den Safer gefunden von P21, von P22 Josef Pürchheim, der Jakob Hausinger von der 23, von der 24 Alexander Cruz in der 71, unser Michael Klinke mit der 156 vom P25, der Thomas Giefert vom P26, von P27 der Ray Krebs, von P28 der Achim Brücken, im Ferrari der Friedrich Pfaffenroth von P29, von P30 der Nils Doms, der Ingo Hagendorf von P31, der Udo Frank von P32, Karl Brocke von der 33, von der 34 der Leon Becker und von der 35 startet der Mario Elderli mit der 73 ins Rennen. Das sind immer 35 Fahrer, da denkt man immer, hey, das ist ja gar nicht so viel. Und wenn man dann am Quatschen ist, wie viele Autos das dann sind. Das ist schon eine gute Menge. Absolut, ja. Das ist schon eine gute Menge. Ja, da sind wir mal gespannt. Weiter auf das Rennen.
Bleibt ja trocken. Dürfen wir sein, ja. Also wie gesagt, gerade so die erste, zweite Runde, da, wenn sie sich Luft lassen, ich glaube, dann ist halt ganz viel drin. Du hast ja trotzdem 60 Minuten und man muss da nicht unbedingt in der ersten Kurve vorbei, um das Rennen zu gewinnen. Ein bisschen den Gegner zurechtlegen ist meistens da sinnvoller, wie gleich mal reindiven in Turn 1, ne? Ja, aber ich sag mal, alle, die diesen Hobby oder Sport mittlerweile ausüben, wissen ja, wir wissen ja selber, wie das ist. Du willst natürlich nach vorne kommen und das relativ zügig. Der Start ist eigentlich mit am besten dafür geeignet, nach vorne zu kommen, weil doch einige vielleicht ein bisschen überhitzig sind, die Strecke verlassen. Aber es klappt halt nie immer, ne? Und da kannst du eben halt auch schnell zu einer Kollision kommen, wo man sein eigenes Rennen ja kaputt macht. Richtig, ja. Ja, Cora, dein Mann, Freund, wie auch immer, ne? Die 158, der Chris Leucht, wird angefeuert. Oh. Schauen wir mal, was er heute reisen kann. Na, das finde ich hätte er auf gut, jeden ne? Fall für mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch das cool. Das finde ich auch gut, wenn hier die Partner die Begeisterung teilen mit. Ja, absolut. Es macht ja auch Spaß. Also, wie gesagt, teilweise ist es wirklich schon so, dass wirklich viele Frauen hier mitfahren in Ligen. Bei uns ja genauso. Vielleicht findet es mal eine Frau mehr zu uns, wäre das auch schön. Bis jetzt haben wir ja die Daniela bei uns. Genau. Ja, und in der Serie A, ja, die Christina halt, ne? Christina. Ja, die Christina, genau. Ja. Ja. Hier stelle ich Grüße an die Christina, falls sie zuschaut. Müsste eigentlich schon schlafen, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen, ja. Ja, das ist schon heftig. Die lebt ja in den USA, für alle, die da nicht Bescheid wissen. Und stellt sich dann wirklich einen Wecker fürs Ligarennen, um dann da früh irgendwie ihr Ligarennen abzureisen und danach dann in die Arbeit zu fahren. Das ist echt geil. Ja, verkehrte Welt, ne? Für uns. Ja, für uns schon. Umgedreht. Ja, für uns schon. Ja, ich wollte ja gerne mal für die Zuschauer erwähnen, dass unser Herr Pfaffenroth, das muss man sich mal vorstellen, dass er ohne Gehör, also er fährt nur optisch. Das ist schon eine starke Leistung, was er hier. Ja. Also der ist, glaube ich, seit Anfang an dabei bei uns, ne? Ja, seit Season 1. Seit Season 1, ne? Ja, was halt auch wirklich, ich habe da mal mit ihm, oder ja, mit einem Teammate von ihm gesprochen. Er schaltet ja auch und gibt ja auch Gas über das Lenkrad quasi, mit den Händen. Weil er kann sich das auch nicht. Also sitzt er, glaube ich, auch im Rollstuhl, wenn mich da nicht alles täuscht. Und das ist für mich sensationell, was der macht. Ja. Das ist Wahnsinn. Vielleicht tun sich noch einige erinnern, der Zanardi hatte ja in Lausitzring einen ganz schweren Unfall gehabt. Mit der Formel 1 Serie in den USA. Das ist IndyCar. Und hat dadurch seine zwei Beine verloren. Und hat viele Jahre Genesung gebraucht und ist wieder zurück im Motorsport und tut das Gleiche. Also er hat ja geschalten über das Lenkrad und auch Gas gegeben über das Lenkrad. Und zugleich kommt das Bremsen dazu. Also das ist ja nochmal sehr herausfordernd, ne, gewesen. Ja. Und Wahnsinn. War eine lange Zeit auch erfolgreich damit. Also erfolgreich, also er ist jetzt dadurch nie Erster geworden oder so, aber er hat den Sport noch ein paar Jahre machen können, so in dieser Form. Ja. Ja, also da kann man bloß wirklich einen Hut ziehen für sowas, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Ja, Fahrerfeld nähert sich so langsam
aber auch ganz langsam. Ah, der Richtung, Puls steigt. Richtung Startziel. Also der ist tatsächlich bei mir trotzdem immer noch so, ne? Also auch, wenn ich das jetzt schon ein paar Rennen und Jahre mache, aber wenn es dann so wirklich losgeht, so Einführungsrunde, ja, da bin ich schon trotzdem, ja, da steigt schon der Puls. Also das ist bei mir nicht mehr ganz so schlimm, aber der ist natürlich auch erhöht. So, jetzt sind wir auf Startziel. Schauen wir mal. In der Helicam, gucken wir mal, wir drücken euch die Daumen. Lasst's ruhig angehen, Jungs. Ja. Und los geht's, Grünking Queen, ab auf die erste Kurve. Schaut's vorne gut aus soweit. Ja. Da schaut's auch relativ gut aus. Wir haben eigentlich bloß eine Berührung bei der 23 beim Josef Kirchheim. Den hat's aber weder gedreht noch sonst irgendwas. Hinten kleine gelbe Flaggen oder Markierungen. Da gucken wir aber später nochmal drauf zurück. Gehen wir ruhig mal ein bisschen nach hinten. Schaut aber ganz gut aus. Nils Doms auch durchgekommen. Ja, ist wieder mal fürs Lehrbuch, so wie es ausschaut. Für die Serie A. Ja. Ja, vorne Nurko Moller konnte sich auf P1 halten. 04 ist allerdings der Ben Gassner dahinter, also alles noch sehr, sehr eng beieinander, logischerweise. Falk Moritz hat den Platz gut gemacht, hat den vom Manuel Klausmeier übernommen, jetzt auf P9. Ja, Klausmeier hat mal kurz Moldi ein bisschen angeschoben, aber nichts Schlimmes. Moldi hat seinen Porsche sehr gut unter Kontrolle. Oh, da, der Falk, da lässt wieder richtig krachen her. Der lässt fliegen, ja. So, aber sehr schön alles. Konnte auch gleich am. Oder ist jetzt gerade dabei, am René vorbeizugehen. Wird aber eng. Nee, muss er sich einreihen dahinter. Da wird sicher der Manuel auch profitieren können davon, weil der hängt direkt im Windschatten. Mal schauen. Nee, sieht wirklich gut aus, ja. Ja, sehr gut. Jetzt hat Molly einen kleinen Fehler gemacht. Ja, schauen wir uns gleich mal an. Peter Buchholz kommt auch. Ja, hat einen Platz verloren, aber zumindest gut durchgekommen. Jetzt heißt es einfach konstant zu Ende fahren, das Teil. Vielleicht noch die eine oder andere Position einsammeln. Chris Haier. Oh Gott, die Position verloren. Ei. Das erwische ich nicht. Ei. Schauen wir uns gleich nochmal an. Es leuchtet. Auf P7 eine Position verloren. Ja, Wolfgang hat dadurch seinen Platz runterbehalten im vierten. Das ist schön. Mit guten Abstand zum Säfte. Schade für René. Sehr schade, ja. Ich denke mal, das wäre auch ein bisschen vermeidbar gewesen. Ja, aber Rennen ist lang. Ja. Kann noch viel passieren. Jakob Hausinger. Bisschen touchiert anscheinend, so wie es ausschaut, mit dem Jan Röhr einen kleinen Kontakt. Aber fahren beide noch, das Auto schaut jetzt auch nicht irgendwie sehr gravierend beschädigt aus. Ja, Chris Haier, wie gesagt, der hängt da am Michael Haaf dran. Hat der Plätze verloren? Der war da hinter Krefeld beim Start. Ja, der ist von 17 gestartet. Ach so, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da nochmal im. Wer weiß. So, Ingo Hagendorf ist hier am Udo Frank dran, seinem Teammate.
beiden für DB3 Solutions unterwegs, einem unserer Sponsoren, die auch selber mit antreten. Ja, René geht am Friedrich Pfaffenroth vorbei. Ja, und Ben Gassner vorne hängt im Heck von Kumola. Oh, okay, das ist ja gut. Dennis Henschel, ja, habe ich vorhin gelesen hier. Was ist nun mit Treppchen? Schauen wir mal, was heute passiert. Aktuell P3, der Dennis. Und ja gut, nach vorne 2 Sekunden Luft mittlerweile, aber auch da kann ganz, ganz viel passieren. Christopher Seftl, ein bisschen im Bedrängnis, also jetzt richtig Luft hat er nicht zum Durchschnaufen. Ja, bin ich auch gerade drauf. Ja, jetzt kommt es auch noch darauf an, mit den Reifen gut umzugehen, dass man halt auch im Zweikampf relativ ruhig bleibt, seine Linie treu bleibt, natürlich den Blick nach hinten hat, aber die Reifen sind schnell ruiniert. Daran muss man halt auch im Zweikampf denken. Ne? Das ist richtig, ja. Aber ansonsten hat sich das ja, wie hat sich schon so ein bisschen sortiert. Uiuiui, jetzt hat er, ja, da, kleine da ist Fehler der Falk gemacht. Da. Der Falk kleine ist gleich da, der, gemacht, ja. Der fackelt da nie lange. Ja, da gibt es schon mal die Lichtstube vom Falk. Ja. Vom Moritz, ja. Ja, der sich ein bisschen verbremst, wollte sich offensichtlich reinbremsen in die Kurve, hat zumindest so ausgeschaut, aber... Ich denke mal, der Winch hat ihn vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Ja. Weil dann musst du tatsächlich schon etwas früher vom Gas gehen, reicht manchmal schon aus. Aber ich denke mal, das wird er jetzt wissen und kann sich auf die nächste Kurve wieder gut drauf vorbereiten. Ja, Falk kann das jetzt wahrscheinlich ausnutzen, ihren Windschatten. Da wissen wir selber mit dem Porsche. Ja. Da knabbert sich ran. Schaut nochmal drauf. Ja, ja, genau. Jetzt geht er innen rein. Ja, das wird aber nicht schaffen, weil die nächste doch, Linkskurve kommt da, glaube ich, nicht vorbei. Vor allem... Doch. Das ist ja vernünftig, was er jetzt macht hier. Okay, ja. Leicht. Ja, sehr gut. Muss aber auch mitspielen, ne? Gibt's andere auch, ne? Die bleiben ja, und dran das, bis zum, das ist immer wieder bei der Fahrerintelligenz, ne? Das ist das, was ich meine, ne? Dann lieber zurückstecken. Falk. Ja, wie soll ich sagen? Er nimmt hart seine Reifen ran. Aber gut, das muss jeder Fahrer für sich selber entscheiden. Vielleicht hat er auch eine andere Strategie, dass er sagt, okay, ich mach Pushe den ersten Stint. Aber es sind immerhin auch 30 Sekunden Box, wenn man Reifen wechselt, ne? Jetzt reicht. Ja, und kann auch sein, dass vielleicht doch den einen oder anderen, bin ich gespannt heute tatsächlich, den einen oder anderen gibt, der auch Reifen wechselt. Wobei die meisten wahrscheinlich, also vermute ich jetzt trotzdem mal, durchfahren werden oder versuchen auf einem Satz fahren zu können. Schnellste Runde für den Ben Gassner. Sorry. Mittlerweile Reifen halten ja die Reifen. Also ich denke mal, das sollte bei allen Fahrern so weit bekannt sein, dass die auch lange halten können. Also ich hatte schon Rennen erlebt, die sind tatsächlich mit 2 Stunden auch mit einem Satz hingekommen. Ne? Ja. Fortune Hunter Racing Armada ist da unterwegs. Daniel Hummel. Dann kommt Dani Daniela, die passt nicht ganz ins Bild, also ins Fortune Hunter Racing Bild. Natürlich ins Bild sonst bestimmt. Dahinter dann Nick Kleefeld und dann Michael Haaf. Aber auch hier Chris Haie 03 am Patrick Donzalas dran. Und auch hier ist eine ganz, ganz schöne Truppe da. Ja, ich sehe schon, ja, das ist sehr schön anzusehen. Ja, und Ben Gassner, also ganz lösen kann sich der Noah da vorne nicht, ne?
Nee, Abstand nach hinten. Dennis Henschel 2,5. Also auch da vorne fahren die jetzt nicht richtig maximal weg. Schauen wir mal im direkten Vergleich. Noah fährt da 1,58,435 in der letzten Runde. Und der Ben 57,642. Also Ben Gassner könnte hier offensichtlich schneller. Ist auch die beste Rundenzeit gefahren. Mit einer 57,642 im Renntrim. Ja. Also wenn er die voll fährt, ich weiß es nicht, ob der nicht nachtankt und Reifen wechselt. Bei so einer Zeit mit vollem Auto, Hut ab. Schönes Grüppchen hier, Nick Kleefeld, Dani Daniela, Daniel Hummel. Nochmal Sekunde Platz und dann geht schon wieder weiter mit Patrick Gonzalez, Chris Haier, Florian Wilmer hängt da dran. Jan Röhr, probiert's mal. Ja, auch Mario hat sich auch wieder schön nach vorne gearbeitet, ne? Platz 24. Ja. Ja, und der Josef lässt ja nicht richtig wirklich abschütteln hier. Nee. Unser Moldi hat ein bisschen verloren hier, muss ich sagen. Mhm. Das wird schwer, wieder nach vorne zu kommen. Mal sehen, was er für eine, ja gut, Boxenstopp. Was willst du hier großartig für eine Taktik machen, ne? Ja. Weil du kannst viel Benzin mitnehmen, du kannst wenig Benzin mitnehmen. Du weißt dann nie, wie der Stopp verläuft. Da ändert sich so viel. Elderly kommt am Alex Cruz vorbei. Sehr schön. Noch eine Position gewonnen. Ja, top. 24 schon. Florian Wilmer weiß. Ei, der war auf Abwägen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Dadurch kam der Jakob Hausinger vorbei. Der jetzt auf P18. Jetzt würde ich fast mal einen Blick riskieren auf den Accident mit dem Moldi. Ah, schon wieder ein Accident. Ah, das war was Größeres, schauen wir uns glaube ich auch gleich nochmal an. Gut, gucken wir erstmal zu dem Moldenhauer Vorfall. Eieiei, okay. Ja, der war zu weit, der Durchkopf. Aber das war es offensichtlich noch nicht. Nee, jetzt kommt's klein. Das war. Da war Moldi ein bisschen ungestüm, zu hart eingelenkt. Ja, nix Gescheites. Nee. Also, Moritz schließt auf Vogt und Seftel. Aber ich denke mal, wenn ich mir jetzt die Linien vom Seftel mal anschaue, der fährt so konstant seine Runde, wo schon Vogt so kennen wir unser Bushi, ne? Unser Moritz. Ja, und da hängt es gleich wieder auch hier, ne? Ist ähnlich wie bei uns in der Serie, also Fehler brauchst du nicht groß erlauben, weil der Chris Leuch, der ist halt gleich wieder dran, ne? Tobias folgt 0,5 am Christopher Seftel dran. Also auch der kann sie nicht richtig wirklich lösen, aber wie du schon gesagt hast gerade. Abwarten wir. Wir sind jetzt gerade mal in Runde 6. Genau. Was er halt kann, ist halt konstant fahren. Ne? Also der konstant, fährt halt einfach. Das macht das Ganze aus, nämlich auch mit den Reifen über die Stunde hinzukommen. Genau. Ja. Und Vogt versucht natürlich jetzt jede Lücke irgendwie zu nutzen. Die Schwächen von Porsche sind ja bekannt. Richtig, da ist er, in der Kurve ist er sehr stark.
Ja, gerade Sektor 2 ist top eigentlich. Ja. Achim Brücken, René Moldenhauer. Da gucken wir noch mal rein, 10 Sekunden zurück. Der René konnte vorbeifahren. Sehr schön. Ah, Mann, ey, das sieht man so blöd. Die Kamera hier wieder in Silverstone ist auch nicht so der Hit. Nee. Oh, Josef Pürchheim hier. Eieiei. Ach oh, Gott. Das sieht. Und der sieht richtig schlecht aus. Das ist ein harter Einschlag. Aus. Der sieht richtig schlecht aus. Was schauen wir mal, passiert? Was da passiert ist. Ja, würde mich auch interessieren. Das war ja eigentlich. Nicht zu sehen. Da jetzt schon wieder. 57. Gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben noch zwei vor. Oh, der Leon Becker. Mario Elderly. Also ich bin jetzt gerade mal auf Vogt drauf und da sieht man eben halt diesen Unterschied zum Seftel und Vogt. Vogt überpaced quasi sein Fahrzeug. Darunter leiden jetzt die Reifen. Und er wird zunehmend merken, dass er keinen Grip in gewissen Kurven mehr bekommt. Ja. Das heißt, der Weg nach vorne ist faktisch dann auch nicht mehr da. So, Leucht ist er dran am Moritz. Oder dran. Leichte Berührung, aber nichts Schlimmes. Nicht Schlimmes. Nee. Ein bisschen Lackaustausch. Ja, da gibt es die Lichtschuppe mal zurück, wie vorhin. Das ist in Ordnung. Dazu ist er ja auch da, dass man sich gegenseitig begrüßen kann, ne? Genau. Im Rennen. Einfach mal Hallo sagen, natürlich. Einfach, genau. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Das kann man gerne gut tun. Genau. Mit Leuchtmittel. Ja, Puschi, das ist... Das ist halt Manuel Klausmeier auch gleich mal mit von der Partie, ne? Ja, natürlich, weil alle beide Fehler machen, ne? Ja. Der Leuch und der Moritz. Es ist so schwer, am Moritz vorbeizukommen, ne? Das Einzige, was man machen kann in dem Fall, wenn man ein paar Runden hinter einen hergefahren ist, kennt man dann irgendwann die Schwächen. Unter Druck setzen hilft eigentlich immer sehr gut. Ja. Ja. Aber das Problem ist eben, man holt einem halt das Feld eben, was hinter einem ist, natürlich auch ran. Ja. Also da schnell zu fahren im Zweikampf ist halt schwierig. Man verliert nach vorne und nach hinten. Aber das ist die schöne Gruppe, ne? Vogt, Seftel, Leucht, Moritz. Schauen wir uns mal den Vorfall an vom Thomas Giefert. Da waren ein paar mehr, glaube ich, involviert, wenn ich das richtig gesehen habe. Schade. Dann hätten wir einen zum Nachreichen noch. Von Josef Pürchheim. Das erinnert mich an meinen zweiten Unfall. Bist du machtlos. Ja. Kannst du nichts machen, das. Darauf kannst du gar nicht mehr reagieren. Ja. Richtig. Ja, Voigt kommt nicht am Seftel vorbei. Nee, Puschi baut immer mehr Fehlerchen ein. Vielleicht ist es Absicht, um seinen Kontrahenten zu verwirren. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Der Tobias Voigt könnte auch schneller. So, Klausmeier hat schon mal profitiert von dem Zweikampf mit Leucht und Moritz. Okay, das haben wir nimmer gesehen.
Ja, René Moldenhauer jetzt am Mario Elderli vorbei. Schauen wir mal, ob wir das noch erwischen. Hier 15 Sekunden zurück. Müsste wahrscheinlich Turn 1 gewesen sein, wo er vorbeigeht. Naja, ich sag mal, trotz beschädigten Auto, ne? Ja. Oh, Michael Klinke weiß, aber da ist nichts passiert. Bloß die weiße Flagge. Hier mal schönes Dreier gespannt. Michael Haaf, die beiden Teammates wieder. Kleefeld, Don Salas. Ja, und folgt, bleibt am Säftel dran. Das hieß dir halt wirklich auch bei den beiden, wirklich die Sektoren, ne? Ja. Du hast im Sektor 2, kommt der Tobi wieder ran. Und im Sektor 1 ist der Säftel weiter weg. Runde bleibt es ja auch spannend, also Gomola kann sich nicht absetzen, das ist schön. Ja. Bleibt das vorne so interessant, das ist ja immer, ja, was ist etwas langweilig. Ist es in dem Fall nicht, aber es ist schon schön, wenn der Erste halt auch noch ein bisschen was zu tun hat. Richtig. In der Stunde. Nicht ganz einschläft. Oh, Chris Leucht. Weiße Flagge. Scheint es was gegeben zu haben. Schauen wir mal zurück. Hat sich den Platz wieder zurückgeholt, Mensch? Ja. Ja. Gut gemacht. Hart auf der Bremse, aber fair. Ne? Würde ich auch sagen. Peter Buchholz, P10, sehr gut. Sehr das freut mich schon, Peter. So durchfahren und dann wird es ein tolles Ergebnis. Dani Daniela 03 am Daniel Hummel dran. Also auch die fährt nicht nur mit, sondern die mischt sich da immer mal wieder ein. Ich glaube, am Haier Chris kam sie sogar vorbei, hat jetzt 5 Plätze gewonnen mittlerweile. Dann sieht man es, ne? Ja. Auch die Frauen sind gut hier, ne? Absolut. Vielleicht tun sich noch mehr dafür begeistern. Ja. Macht auch Spaß, ne? Ist natürlich auch zeitintensiv, wenn man, oder sollte so sein, wenn man ein bisschen Erfolg haben möchte für die Zukunft. Ja. Muss man schon ein bisschen Zeit aufbringen hier, ne? Ja, Boxenstoppfenster ist offen, geht bei 40 Minuten verbleibender Renndistanz auf und bei 20 Minuten wieder zu. Das nutzt der Jan Röhr gleich mal, dem sein Auto schaut auch relativ mitgenommen aus, wird wahrscheinlich reparieren. Behalten wir mal so ein bisschen im Auge, genau, dass der da an Zeit steht. Vorne Ben Gassner 04, da ändert sich nichts, also rein jetzt von der Zeit her, ja, und hier im Zweikampf Daniel Hummel, Dani Daniela. Stark. Ja, finde ich auch. So ein schönes Dreiergruppchen hier. Dani Daniela vorne weg. Als Lokführer quasi, dahinter Daniel Hummel und dann Chris Haier im Schlepptau. Aber an der Dani kommst du halt auch nicht so leicht vorbei, so wie das ausschaut, ne? Nein, die kennt sich bestens aus, wie man was fährt, ne? Ja. Ja, man sieht schon, der Daniel wird da ein bisschen ungeduldig. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber da musst du echt die Nerven behalten. Ja. Dann fahren wir mal mit beim Daniel. Von Zahler an der Box.
weil du Bock sagst. Jan Röhr ist wieder raus mittlerweile. 31 Sekunden ist er gestanden. Also ich gehe mal davon aus, der hat repariert. Können wir mal hingucken. Don Zoller hat, ja. Don Zoller hat keine Reifen gewechselt. Nee. Ah, Falk hat ein bisschen abgebaut. Der hat gerade keinen Weg mehr nach vorne. Ich denke mal, seine Reifen hat er ein bisschen überpaced. Da ist jetzt 1,5 Sekunden weg. Ein bisschen abreißen lassen. Dafür kommt Peter Buchholz von hinten. Eine Sekunde, 1,2, 1,3 dahinter. Und Chris Heyer 0,3 am Daniel Hummel dran. Daniel hat ein bisschen abreißen müssen auf die Dani. 1,3 Sekunden weg ist für die Dani gut, weil die beiden sich hier so ein bisschen behaken. Oh. Vogt ist dran an Seftel. Ich habe gerade gesehen, auch Seftel ist hier am Rutschen schon. Ja. Ja gut, es ist halt. Ja, wobei, nach der Zeit ging der Porsche eigentlich noch ganz gut. Aber es ist halt, wie du halt fighten musst, ne, sage ich jetzt mal. Durch das, dass die halt eigentlich, dass der halt permanent 04, 05 in dem Seftel herfährt. Ja, das kann schon sein, dass das magst, ne? Das ist anstrengend. Aber richtig vorbei kommt er einfach nicht, ne? Nee. Der Christopher macht hier wirklich gut dicht. Ja, Josef. Wieder auf der Strecke. Okay, der hatte einen Stopp, da stand er nur 8,9 Sekunden. Das ist komisch. Oh, dem sein Auto war doch komplett Schrott, oder nicht? Ja. Verwechsel ich den jetzt. Das schaut gut aus, ja. Ja. Thomas Giefert, Achim Brücken im Zweikampf hier auch nur 3 auseinander. Oh! Scheint die Dani einen Fehler gemacht zu haben. Weiße Flagge. Schaut aber nicht danach aus. Nee. Was ist der Anzeigefehler wohl? Der Vogt kommt nicht vorbei, ne? Der. Nee, der beißt sich Falk muss abreißen lassen. Und Moritz. Sind wahrscheinlich die Reifen schon ein bisschen ruiniert. Ja. Durch den Zweikampf mit Seftel und Vogt kommt natürlich Leucht auch wieder ran. Ja, jetzt 1,5 Sekunden nur noch weg, ne? Und hier. Ja, das ist halt. Christopher macht sich halt breit einfach, ne? Und dann kommst halt wirklich, tust du unglaublich schwer da vorbeizufahren einfach. Noch dazu mit dem BMW, der auf der Geraden so ein bisschen mehr Pace hat. Hatte ich den Eindruck zumindest. Na, schauen wir mal, ob ein Leuchten noch mit dran ist. Ach, eieieiei. Ja, der hat seine Reise. Es war wieder zu sehen, dass er. Also ich würde so nie pushen. Ne? Also ich versuche meine Reifen über die Stunde zu bekommen. Ja. Das hat komisch ausgeschaut, das System. Ja. In der Kurve kam ihm das Heck komisch. Also das war, ja, gut. Fährt auch jetzt rein. Aber das Auto schaut gar nicht irgendwie mitgenommen aus. Nee. Also eigentlich alles gut soweit. Tobias Volk 04. Das bekannte Bild, aber auch vorne, ne? Ben Gassner hier, 03. Ja, die beiden schenken sich auch nichts. Ja. Das ist 02. Schon spannend, ja. Ja. Naja, ich denke mal, dass Moritz die Reifen wechseln wird. Und mit dem neuen Satz dann nochmal Attacke geben wird. Ich meine, gerade jetzt mit dem Ausrutscher, ne, die kriegst du auch im Boxenstopp kaum erholt, die Reifen. Ja, das ist richtig. So, wir schauen nochmal auf Vogt.
Oh, jetzt ist er gut dran, ne? Ja. Aber das habe ich. In der Box. Jetzt macht das Hort, er macht's Hort. Jetzt probiert es. Sehr gut. Ja, ja. Hätte ich jetzt so gemacht. Ich meine, Schauen wir, ob der kommt. Seftel weiß das auch. Der merkt das ja. Und jetzt fährt er an die Box. Ja, das ist ja cool. Das ist ja. Okay. Aber da wir leuchtet, wird sich jetzt schnappen, Seftel. Ja. Schauen wir mal, wer nachgibt hier T1. Sehr gut. Beim Porsche, das macht er gut. Sehr gut gemacht, ja. Top. Das war jetzt. Sehr gut gemacht. Krefeld 04 immer noch an seinem Teammate dran. Immer noch das bekannte Bild hier, ne? Drei Lambos hier von Fortune Hunter. Ja. Und mittendrin die Dani Daniela, ne? Die aber jetzt, glaube ich, an ihm vorbeifahren ist, kann das sein? Haf hat die Kurve die ganz bekommen und damit kann Krefeld vorbei. Ja, den würde sich. Aber schnappen. Ich denke mal, als Team wirst du dich ja nie rumstreiten. Also, da wirst du keine Harikiri-Sache machen. Normalerweise nicht. Denke ich auch mal. Dazu mal, dass sie auch, die fahren ja auch in unterschiedlicher Klasse. Ja. Da bringt die Position sonst nicht, ob du da als 12. ankommst. Mit den Tableau-Jette. Aber das Ergebnis ist ja dann anders. In Silber und Bronze. Ja. Ben Kastner 07 jetzt vom Noah weg. Also Minimalzeit gewonnen. Nick behauptet sich, wo ist denn eigentlich unser. Ach, okay, Chris war an der Box. Dann Salas hinterm Karl Brocke. Der wird es auch demnächst mal probieren, denke ich mal. Ja, Jessica Büssel abreisen musste lassen nach vorne, aber völlig wurscht theoretisch. Solange er nach hinten genügend Luft hat, könnte es heute tatsächlich was werden mit dem Treppchen. Daumen drücken. Tobias folgt. Ja gut, Friedrich war noch nicht drin, der würde ihn jetzt relativ zügig vorbeilassen, nehme ich mal an. Ja, Friedrich fährt. Nee, lässt ihn ziehen. Klar, das ist andere Ecke. Da braucht man nicht sich dagegen wehren, ne? Alex. Alles, es geht reißig. Also wahrscheinlich wieder Boxen vergehen. Welcher Alex? Cruz? Cruz. Ach, das tut mir auch immer so leid. Alex gibt sich so viel Mühe. Investiert auch viel Zeit, ne? Aber immer wieder die kleine Hexe, die immer wieder zuschlägt. Ja. Moldenauer an der Box. Ja. Wieder raus. Falk Moritz, na. 87 Sekunden Standzeit. Puh. Hatte der einen Einschlag? Der hat doch gar keinen Einschlag gehabt. Da muss der. Ausgeschaut hat so nett, ne? Ne, ne? Aber hat natürlich jetzt elendig eingebüßt, ne? 32. Gassner ist schon ganz schön nah dran jetzt an Komola. Mhm. Aber nochmal sehen, wer jetzt an die Box fährt. Ob sie an die Box fahren? Ich glaube nicht. Ah, Gassner hat überlegt. Aber ich denke mal, der wird sich jetzt dranhängen und die werden zusammen an die Box fahren. Das ist die einzige Hoffnung, die jetzt, sag ich mal, wenn man das jetzt auf der Strecke versucht auszutragen, ist immer die Gefahr, Gomola hat die Strecke etwas verlassen. Ist das natürlich ein guter Weg, über die Box vorbeizukommen. Aber ich denke mal, Gomola ist schon so gut drin mit der Box. Da wird er auch keine Fehler machen. Aber ich glaube, du musst es fast über die Box machen. Bei den beiden da vorne, der kommt nicht vorbei, der fährt Zeit. Ja, wie viele Runden haben wir jetzt? 17. 17 Runden fährt er auf 0,4 am Noah hinterher.
Und ja, kommt da halt einfach nicht vorbei. Erstens machst du deine Reifen kaputt. Aber dranbleiben willst du natürlich trotzdem irgendwie. Also ich glaube auch, das musst du wirklich über die Box irgendwie machen. Also ich würde das auch über die Box probieren. Machen. Ja. Aber die bleiben nee, für ich, das, dass man nee. So die Box macht, lang draußen, ne? Siehst du ja. Also. Ja, ja. Ich, ja, entweder die Runde oder nächste Runde, der wird hinterher ziehen. Ja, die müssen deswegen fast hat er gerade den Arm geschlagen. Ja, also wenn er jetzt nicht fährt, dann wird es schwierig mit Strategie. Ja, aber die scheinen auch mit den Reifen gut hinzukommen hier, wenn ich das so sehe. Ja. Sind kaum Quersteher drin. Thomas Giefer, naja, Weiß, nix. Jakob auch nichts. Alles gut. Moldenhauer ist jetzt vorbeigegangen am Jakob und am Leon, glaube ich. Der hat zwei Plätze gleich mal gut gemacht und der Leon hängt am Hausinger dran, am Jakob. Dann fährt er in die Box. Gassner macht es nicht, macht den Undercut. Mal sehen, ob er gelingt. Gassner ist an die Box. Ja, Gassner ist gut. Drin. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da bin das ich jetzt auch gespannt. Ich hab das vorhin schon gesagt, dass diese Boxeneinfahrt, die verleitet so stark, schnell einzufahren. Ja. Aber dann musst du auch den richtigen Punkt finden zu bremsen, dass du die Boxengeschwindigkeiten überfährst. Stimmt. Da bin ich mal gespannt. Ne, das Silverstone bei mir war das eigentlich fast immer fettisch. Die SG30. Echt? Ja, ging bei mir. Ja. Ray Krebs jetzt am Michael Klinke. Probiert er vorbeizukommen. Ist, glaube ich, noch nicht gegessen, das Thema. Na, Michael steckt zurück. Jetzt mit Ray Krebs auf P25. Jan Röhr will sich da gleich mal das Ganze zunutze machen und hängt sich ran. Vorbei. So, Noah Gumolla, jetzt bin ich mal gespannt. Der muss rein. Wir haben nur noch drei oder zumindest, ja, also nicht, wenn nicht unbedingt die Runde, aber zumindest die nächste. Wir haben nur noch 3 Minuten offen, das Boxenstoppfenster. Also jetzt bin ich etwas so erstaunt. Henschel ist an Gassner vorbeigekommen. Am Boxenstopp. Gassner stand auch 20 Sekunden. Also entweder der hatte Schaden reparieren lassen oder nachgetankt. Das war das, was ich gemeint habe, ne? Dass du die schnellste Runde nie voll fahren kannst, ne? So, ja. Nur Gumolla jetzt drin. Und ja, genau, um beim zum Thema zurück. Die fährst du nicht. Also der ist 58 irgendwas gefahren. 58,450. Und das fährst du nicht voll, ne? Also das ist. Der hat nachgetankt, ja. Ne? 20,1 hat der getankt. War der gestanden. Okay. Der Dennis war nur 6,6 gestanden. Somit wird spannend. 7,1 Sekunden ist er hinter dem Dennis jetzt. Also wenn der Dennis alles richtig macht, kann es P2 heute waren. Also da hat, ja, aber wenn ich mir das jetzt angucke, oder? Also gute Leistung, ne? Absolut. Also der hat ja nochmal einen Satz nach vorne gemacht, was vom Abstand betrifft. Ja. Ja gut. Dennis Henschel jetzt auf 3, Christopher Seftl auf 4, der dann ein 5/10 weniger lang wie der Dennis. Bin ich gespannt. Peter Buchholz 04 auf P22. Ja, wir müssen noch rein. Also vorne, die waren ja eigentlich alle schon drinnen. Peter das stand aber auch sehr lang. 36 Sekunden. Aha. Schade, das war eigentlich ein guter Kampf von mit Gassner. Ja, absolut. Hat er sich.
hat er sich ein bisschen, es ist schwer, da fährst du leer, in der Hoffnung, dass du vorbeikommst und noch ein bisschen Zeit rausfahren kannst, hat halt so wahrscheinlich nie funktioniert. Ja. Dafür hat's Henschel halt nach vorne gespült, ne? Ja. Gassner hat ja in dem Fall zwei Plätze verloren. Nee, warte mal, das ist sogar noch mehr. Der hat drei Plätze verloren. Gassner? Ja. Schauen wir gleich mal drauf. Bei Seftel und Seftel und Henschel sind quasi vorbeigekommen. Ja. Peter Buchholz, der hängt da am Leon Becker dran. Was ist da denn? Ach so, die Standzeit, weil der war ja auf P10. 36 Sekunden. Also entweder auch ein Schaden repariert. Oder Reifen gewechselt. Oder Reifen gewechselt, ja. Und mehr getankt, ne? Ja. Also, Ben Gassner hat drei Plätze verloren jetzt auf P5. Der war auf P2 gestartet. Dann kann man die Position Gains gucken. Dennis Henschel hat einen gewonnen. Seftel hat zwei gewonnen. Ja, Wolfgang Busch noch stark, ne? Also seine Position gehalten auf P4 aktuell. 77 disqualifiziert, wahrscheinlich zu schnell in die Box eingefahren. Eieiei. Eine andere Erklärung gibt's gar nicht. Also ich glaube nicht, dass er entgegengesetzt gefahren ist. Eieiei. Das ist natürlich auch schade. Nee, da stand er schon. Da stand er schon. Aber ich denke mal, der wird jetzt volle Kanne geben, Gassner, dass er sich noch den Wolfgang würde sich definitiv schnappen. Ja. Seftel, denke ich auch. Der ist einfach viel zu schnell. Da macht er noch Schadenbegrenzung mit dem dritten Platz, wenn es gut läuft. So, wo ist denn unser Moritz? Wo hat er sich denn vergraben? 28. Ah, das ist so schade. Das ist wirklich schade. Vor allem, da wäre heute sehr viel mehr drin gewesen. Ne? So, ja, Ben Gassner und Wolfgang Busch vorbei. Ja, das war zu erwarten. Das war zu erwarten, richtig. So, Hummel, Playfeld. So, mit Gassner wieder einen Platz gut gemacht. Wolfgang Busch leider einen verloren. Zum Starting Grid. Chris Lloyd. Also ich sag mit mal. 2-0-1 im. Nee, ja, am Chris Haier vorbei, genau. Er ist vorbei. Ja, schauen wir mal, ob wir das noch sehen. Naja, ich sag mal. Nee, Gassner DT. Ich hab's doch gesagt. Also, klar, er versucht jetzt alles, dass er wieder nach vorne kommt, weil es wird ihn ärgern. Falsche Strategie. Schade. Ja, und da, das kann nur Streckenlimit sein. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt mal richtig rumblödeln, ne? Haier und Kleefeld, ne? Das sind die Kleefeld-Führender in der Meisterschaft. Danach folgt Haier. Jetzt hat er natürlich das Ungünstige, dass er natürlich hier mit Kleefeld, Hummel und Haf. Ich meine, wenn jetzt Kleefeld wird definitiv an Hummel noch vorbeigehen, dann hat er zwei Teammitglieder hinter sich. Eine bessere Absicherung kannst du ja gar nicht haben, wenn man es jetzt mal richtig ernst nehmen würde, ne? Richtig, richtig. Ja, da macht das macht ein Team Sinn, ne? wenn man das mit einbauen kann in einem Rennen. Aber fair also, bleibt. Die 77. DSQ Speeding in Pitlane. Danke, Patrick, dafür, für die Info. Und die 519er DT wegen Track Limits. Genau. Ach, ist das eigentlich. Menschenskind, ey. Da fährst du die schnellste Rennrunde, fährst du wieder
ans Feld ran oder an deinen direkten Gegner ran und dann hat ET wegen Track Limits. Ja, aber die passieren hier schnell, ne? Silverstone, Turn 1, zweimal vor allem, ja, da bist du halt, wenn du rauskommst, hast du direkt eine Warning. Also das ist nichts mit No-Time Gained oder so, da musst du schon wirklich komplett vom Gas oder gar auf die Bremse, dass da No-Time Gained ist, ansonsten... Ja, René, Alex Langhorst, Jakob Hausinger, Leon Becker. Schöner Train hier. Ich sag mal jetzt auch von Carl Brocke, ne? Also hat er eine Quali-Sperre gehabt. Aus dem letzten Rennen. Platz 23. Ja. Auch gut, ne? Absolut. Ja, schön durch die SS Mensch, durch. Ne? Ich denke mal, dass Henschel sollte eigentlich, wenn er jetzt keine Fehler macht, seinen zweiten Platz eigentlich nach Hause fahren. Es ist durch, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ne? Gomola und Gastner. Viele, viele Runden hintereinander gefahren. Nur alleine der Boxenstopp hatte 12 Sekunden Luft zum zweiten gebracht. Also das ist schon... Ja. Das ist der kleine Unterschied. Kleinen Quersteher vom Alex hier aus der Kurve raus. Konnte sich der Peter Buchholz zunutze machen. Vorbeigegangen. Scheint auch so, wie wenn sie da ein bisschen Kontakt gehabt hätten. Der Leon Becker und der Alex Langhorst. Da können wir nochmal reingucken. Da geht er sehr weit, ne, in der Anfahrt. Ja. Warum ist Buchholz so weit da hinten gerückt? Okay. Schade. Ja. Ja, wegen der Boxenstoppzeit 36 Sekunden. Ne? Ach, okay. Röhr 04 am Ray Krebs dran. Ja, und Chris Leucht. Nur noch 02 von der Dani Daniela weg. Peter ist jetzt an Becker dran. Sehr eng hier, ne? Ja, das ist schön. Aber es ist auch, man sieht eben halt trotz alledem, wie vorsichtig, gerade beim Peter Buchholz kann man das wunderbar sehen, dass er ein rücksichtsvoller Fahrer ist. Ja. Selbst wenn der Vordermann halt in Strudel kommt, achtet er auf die Situation und lieber zurückstecken, wie eben halt das Rennen für sich selber zu beenden und vielleicht mal jemand anders mitnehmen. Ja. Das finde ich toll. Absolut. Macht er auch clever. Ich meine, siehst du ja auch. Zahlt sich letztlich auch aus. Wo war er vorhin? P 24, 25, jetzt auf P19 vorgefahren, nach seinem Boxenstopp, dann hat Daniela hier einen kleinen Kontakt mit der 93, wird mir angezeigt, 93, das scheint eine Überrundung zu sein, oder? Ja, müsste Nils drum gewesen sein. Hat aber keinen Platz gekostet, ist nach wie vor P8. Ben Gassner jetzt am Chris Leucht dran. Oh. Ah, ist schade für den Ben, ne? 7, was da passiert? Mit dem Ingo? Schauen wir mal rein. Hat er das Auto verloren? Ei. Ach, der Nils. Der war der Nils ein bisschen sehr übermotiviert, würde ich sagen.
Naja, solange wir mit solchen Situationen oder daraus lernen, das ist, gehört einfach dazu zur Entwicklung. Genau. Die Fehler haben wir alle gemacht. Immer absolut, ärgerlich für den, der da mitgezogen wird, aber... Jetzt ist er vorbei, Chris Loich, dann der Dani. Ja, mal schauen, ob die Dani die Pace mitgehen kann. Manuel Klausmeier jetzt 0-3 und Ben Gassner dran. Also Ruhe hat er noch nicht, der Ben, der ist da noch gut gefordert. Ich denke mal, Ingo wird abstellen. Aber so heftig war der Schaden ja gar nicht. Ja. Ne, irgendwas hat er, der fährt so langsam. Ja. Sind Klausmeier und Gassner, sind das Teammates? Schaut fast so aus, ne? Die haben dieselbe Livery, oder? Ja, ja, die haben, ja, ja. Ja, erklär doch, warum er da eher mit ein bisschen Zeit liegen lässt, da auf dem Ben, wie ranzufahren, war gerade wesentlich näher dran. Ben allerdings 0-4 an der Dani dran, also wie gesagt, die hat keine Ruhe heute. Und der Peter versucht es beim nächsten. Jakob Hausinger hat er im Visier. Ah, jetzt Ben, weiße Flagge. Ist aber nichts weiter. Nee. Dann mal sehen, ob die Daniela mitmacht in den Zweikampf. Ja. Aber ich denke mal schon. Ich denke auch. Das so einfach vorbeiwinken, tut die dann auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Fahren wir mal ein Ründchen mit, oder zumindest ein halbes, mit dem Ben Gassner. Naja, das ist bei der Dani probiert. Naja, er hat ja auch noch sein Teammate mit hinter sich, ne? Ja. Ob er jetzt auch mal, ja, wenn er seine Chance sieht, wird er auch an Ben vorbeifahren können. Ja, vor allem, ich meine, jetzt groß blocken nach hinten geht nicht, weil der Tobias Voigt ist auf 0-3 dran. Ja, und der wird... Oh, naja, das war ungestüm von... So, schauen wir mal. Jan Röhr probiert es beim Karl Brugge. Aber nicht vorbei. Schön gemacht von Karl hier. Innen schön dicht gemacht. Und Josef ist am Nils vorbei. Der scheint aber relativ gut mitgespielt zu haben, der Nils. Klausmeier ist vorbei. Ja. Am Gassner. Ich denke mal, das habe ich mit dem Rennen ja auch schon mal gemacht. Wenn der eine nicht vorbeikommt, haben wir einfach mal die Plätze getauscht. Ja. Gut. Das andere mal probiert, ne? Naja, kannst du dich daran erinnern? Das war, glaube ich, was war das für eine Strecke? Da hattest du den Testkommentator gemacht, hat mir ein. Ich glaube, das war. Der war gerade noch verschwunden. Das? Klausmeier war kurzzeitig verschwunden. Eieiei, warte mal, was machen wir? Dann schauen wir nochmal zurück. Naja. Eieiei. Tobias folgt. Hm,
War das der Disconnect von Danzalas oder was war das? Naja, der Klaus Meyer hat aber auch noch gerade seine Problemchen, wenn ich sehe. Der ist mal da, mal weg. Oder Danzala ist der Auslöser. Das kann auch sein. Mhm. So, Klaus Meyer setzt Daniela ganz schön unter Druck hier. Ja. Es ist natürlich sehr irritierend, wenn ein Fahrer im Rückspiegel weg ist und auf einmal wieder da ist, du deine Linie veränderst und auf einmal ist daneben dir. Ja. Wie aus dem Nichts. Uiuiui, also der Klaus Meiner ist schon, das ist schon... Auf Kante, ja. Ja, die Daniela zeigt das auch an mit einer Warnblinke. Mein Freund, du übertreibst ja etwas. Ja, es geht Gassner wieder am Klaus Meyer vorbei. Scheinen sich's doch anders überlegt zu haben, na, die beiden. Es kann nur sein, dass Gassner den zurückgepfiffen hat, man weiß es nicht. Er sieht ja auch, was er macht dort vorne. Und ich sag mal, das ist ja Sinn und Zweck eines Rennen, mit der Brechstange an jemanden vorbeizukommen. Das stimmt, denn ja. Seinen Kontrahenten mitzunehmen, das ist dann sehr unsportlich. Ja. Klaus Meyer schon wieder weiß, entweder der hat tatsächlich irgendwelche Performance-Probleme, also sprich jetzt Internet oder irgendwas. Ne, also jetzt scheint er ja durchzubauen. Also jetzt hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Gassner jetzt an der Dani Daniela dran, darfst der nächste probieren. Gassner hat Plätze verloren mittlerweile, ja, durch sein verunartigten Stop, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann natürlich auch noch die DT für die 519? Ja, genau. Die hat er ja auch noch gehabt. Ja. Ne? Genau. Ja, schlecht gelaufen für ihn heute tatsächlich. Ja, solche Rennen gibt es, wie gesagt, da kannst du nichts machen. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die heiße Phase. Wir haben nur 3 Minuten ungefähr. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es der Penn auf jeden Fall nochmal probieren wird, hier irgendwie oder irgendwann vorbeizugehen. Zumindest mal in der Kurve irgendwie die Schnauze reinzuhalten. Weil der zählt ja trotzdem jeder Punkt für die WM. Ja. Bonner hat sich das ein bisschen eingespielt, ja. Ja, da haben wir mittlerweile gut Abstand nach hinten. Gummola 15 Sekunden knapp vor Dennis Henschel, aber für Dennis scheint es zu reichen heute fürs Treppchen. Ja, auch Wolfgang hat seinen Platz, bis wenn er ankommt, seinen 4. Platz wie zum Start halten können. Ja. Ah, wir haben schon ein paar Verlierer hier ein bisschen. Oh, jetzt. Ja. Also Klaus Meyer hat es übertrieben. Und das in den letzten hat er zumindest. Er stellt ab. Ja. Er stellt ab. Verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, gut. Wie gesagt, das sind WM-Punkte. Gastner war es sogar. Das fahre ich heim, ne? Also. Naja, er war jetzt stinkig, er ist komplett weg. Ja, das ist einfach so, wenn du dir, man hat ja vor dem Rennen so gewisse Hoffnung. Ne? Man kennt seine Leistung, man weiß, wo man ungefähr ist, wo man vielleicht landen könnte. Und wenn genau das eben dann nicht so eintritt und so kleine dumme Fehler kommen, ne? Ja. Dann, wir kennen es ja selber, na? Dann ja. Ist das Rennen erledigt. Jetzt vor den letzten 3 Minuten hätte ich das nie gemacht. Ja. Auf keinen Fall. Also ich versuche tatsächlich, ich kenne das auch, bis ich dann da wieder runterfahre, das dauert ein paar Ründchen, na? Aber ich versuche tatsächlich zu Ende zu fahren, einfach weil
gerade jetzt Gassner, ne? Weil da geht es ja wirklich um Punkte da vorne. Aber er hätte noch locker mitnehmen können. Ja, ja. Tobias folgt 04 am Wilmer Florian dran. Mensch, jetzt sehe ich es erst, hey. Der Flo ja, auf ja. 13, ja cool. Ja. Das ist ja mal nicht schlecht. Aber jetzt so weit raus. 6 Positionen also. Gut gemacht. Jetzt nur noch 5. Ja. Aber trotzdem, ja. Na, eine Runde, ich sag mal, Moldi kann auch noch ein Pünktchen mehr mitnehmen. Ja. So, jetzt probiert es beim Karl. Geht zum P23. Ja, zu weit rausgekommen. Ja, Falk wird sich auch ärgern. Also. Ja, der wäre viel mehr drin gewesen. Ja. Ah, das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. So. Dann haben wir es schon wieder eigentlich, ne? Rennen ist vorbei. Noah ist in seiner letzten Runde. Ja. Nach hinten tut sich nimmer viel. Da können wir also gut beim Noah draufbleiben. Gucken, ob die Rennleitung mit da ist. Noah, weiße Flagge. Entweder Anzeigefehler oder er hat dasselbe wie wir. Muss nämlich da ein bisschen vom Gas gehen, weil der Sprit zu knapp wird. So war es tatsächlich bei mir. Klaus Mayer 02 nochmal an der Dani Daniela dran. So wie es ausschaut, wird sich da aber nimmer die Welt tun. Ich glaube, vor der Rennleitung ist auch jemand da wegen den Platzierungen, dass die sich auch auf die Startlinie aufstellen. Das sehen ja dann die Fahrer im Chat. So, somit Noah Gomolla einmal mehr auf P1. Und Jessica, ich habe gute Nachrichten. Dennis, dein Freund Dennis Henschel auf P2 aufs Treppchen gefahren heute. Christopher Seftel für P3 hat es dann gereicht und ganz stark vom Wolfgang Busch, der wird jetzt auf P4 über die Linie gehen. Starkes Rennen. Daniel Hummel auf P5. Nick Kleefeld dahinter auf P6. Chris Leucht ganz knapp dahinter mit 0,2 ist über die Linie gefahren auf P7. Auf P8 der Michael Haaf auf P9. Ganz stark auch hier von der Dani P9. Manuel Klausmeier hat es nicht mehr geschafft vorbeizukommen, auf P10 gelandet. Chris Haier auf P11. Auf P12. Chris Haier trotzdem 6 Positionen gut gemacht. Auf P12 Patrick Donzalas eine Position gut gemacht. Auf P13 Tobias Voigt angekommen. Der hat ein bisschen Pech gehabt, 5 Positionen verloren. Florian Wilmer ganz stark, 5 Positionen gewonnen, auf P14 beendet. Und der René Moldenhauer. Heute leider nicht für die Top 10 gereicht, aber auf P15 im Ziel. Gratulation. Das heißt, wir haben heute tatsächlich die ersten 3 Plätze sind Silberplätze, Seftel, Busch und Hummel. Bronze ist auf P1 der Nick Kleefeld, auf P2 der Chris Haier. Und auf P3 der Jakob Hausinger. Wir haben zu Gast heute im Interview die Silberklasse, oder? Ja, die Silberklasse heute. Genau. Und ja, wenn ihr mögt, gerne vorbeikommen
im Interview Warteraum. Wir ziehen euch dann rein. Ja, jetzt große Grenzen, war das trotzdem ein sehr interessantes Rennen. Ne? Absolut. Spannend. Ja. Auch vorne heute mal bis zu den Boxenstops auf 03, 04 zusammengewiesen im Endeffekt. Ja, also spannender geht's fast nicht. Ja, und dann ging es ein bisschen mit den Fehlern los. Ne? Und die haben so ein bisschen, ja, die eine oder andere Position gekostet, sage ich jetzt mal. Und ja, gerade Leute wie jetzt eben Falk Moritz, der wird sich ärgern. Peter Buchholz ist wieder gut gelaufen zum Beispiel am Schluss, wobei er sich alles in allem wahrscheinlich auch ein bisschen ärgern wird. Stand aber einfach recht lang beim Boxenstopp im Verhältnis zu seinen Mitstreitern und ist dann eben auf P24 oder 25 zurückgerutscht und jetzt am Schluss dann trotzdem nochmal 5-6 Positionen nach vorne gefahren und ja, ganz gut gelaufen. Ja. Ja, so ist es nun mal, ne? Also es wäre auch schlimm, wenn man sich nie ärgern würde. Das zeigt, dass man den Ehrgeiz und die Freude an diesen Sport halt hat. Ja, Nick ist halt wieder da, ne? Hat man das letzte Mal ein Interview gehabt. Ja. Sehr schön. Ja. HR2 und Hausinger. Naja. War auch schon öfters da. Das stimmt. Aber auch, man muss ja mal sagen, Wolfgang Busch 4, super Leistung. Ne? Absolut. Hummel Kleefeld, das ist, also Leuch zum Beispiel, Haf, ja. Ja. Daniela 9, also super Leistung. Absolut. Gut, die Jungs sind da. Ich würde sagen, wir fangen mit P3 an. P3, das muss ich mir selber nochmal einblenden, ist der Christopher Henschel. Seftel ist 3. Ach ja, richtig, Christopher Seftel, weil der Henschel heißt ja gar nicht Christopher. Nee. Okay, dann holen wir Christopher Seftel hoch. So, Christopher, ich grüße dich, einen wunderschönen guten Abend, Gratulation zu P3. Ja. Glückwunsch. Danke. Wie schwer war es für dich heute? Ja, richtig. Wie schwer war es für dich heute? War so anstrengend. Ach, mega schwer. Ja? Also rein körperlich ging es, aber ich mag die Strecke halt überhaupt nicht. Training war so ernüchternd und das sah ja auch am Anfang echt nicht gut aus für mich. Qualifying P5, im Rennen zurückgefallen, aber durch meinen anscheinend grandiosen Boxenstopp komme ich auf einmal auf P3 raus, keine Ahnung. Ja. Ja, lief wieder richtig gut. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Dein direkter Konkurrent, ja, der stand länger. Der, jetzt weiß ich, wer war das jetzt, Dettel? Hilf mal ganz kurz. Der Busch, der war ja vor mir, beziehungsweise das heißt Porsche, der vermisse ich ja. Wolfgang, Leucht, genau, der. Ja, genau, der Chris Leucht war es, dann der Busch und ja, mit der Fastest Lap, jetzt weiß ich es nicht, mein Gott, mein Hirn, ne? Der stand letztlich, ich glaube, 5 Zehntel länger wie du oder sowas. Also unterm Strich alles richtig gemacht, ne, würde ich sagen. Für P3. Ich bin auch gerade mit 0,8 Litern hier an die Ziellinie gerollt. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich bin letzte Woche auch. Also mit, ich bin auch mit war, 0,8. Da waren einige da, die es nicht geschafft. Also nicht geschafft, aber geschafft hatten wir, glaube ich, 2, die es nicht geschafft haben. Aber das, ja, da haben sich manche verrechnet. Ja. Ja, Sport. Nächstes Mal Olden Park. Eher deine Strecke oder wo du sagst, naja, Olden Park. Ja, da bin ich fit drin. Also jetzt Olden Park, Donington, das sind die Strecken, da warte ich drauf. Ich kann ja nicht immer weiter hier nur Zweiter, Dritter werden. Ich muss ja mal ein Zeichen setzen, ne? Genau. Ja, dann, ich führe hier und habe nur einen Sieger, das sieht ja kacke aus. Ja. Ja, das stimmt, aber es reicht halt, ne? Wenn du genügend Punkte hast, dann reicht's. Ist bei uns in der Serie A auch nicht anders. Ich glaube, in der Goldwertung, ne? Führt der René irgendwie und hat, glaube ich, auch noch kein Rennen gewonnen. Ich glaube, der war noch nicht mal auf dem Podium, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber in dem Sinn ist ja top, wenn du hier Olden Park fit bist. Ich mag die Strecke auch total gern. Wann geht's los mit dem Training? Oder bist du schon mittendrin quasi? Nee, nächste Woche wahrscheinlich. Nächste Woche, ja. Ich kann dir verraten, BOP wird es nicht geben, weil die LFM da noch nichts rausgebracht hat, leider. Ja.
Wir warten jeden Tag irgendwie, aber scheint nichts zu kommen. Also von dem her musste mit der leben, die Kunas so gebastelt hat. Ja. Keine Ausreden suchen in dem Fall, ne? Nee, genau. Das geht nicht. Ja. Ich muss aber generell ein großes Lob aussprechen an den Split B, so was Start und sowas angeht. Ich glaube, da war ja wieder kein einziger Vorfall, oder? Ja. Nee. Ja. Leichte Berührung mal. Sauber, auch das Racing ist total geil. Ich hatte mit Porsche noch einen leichten Kontakt gehabt, aber alles super sauber. Macht mega Spaß hier zu fahren. Ja, das freut uns. Sehr schön. Aber ja, macht auch Spaß zuzuschauen. Also ist echt cool. Gut, dann, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, genau, und bereite dich gut vor und dann hören wir uns vielleicht im Olden oder auf dem Olden Park wieder. Hoffentlich, immer wieder nett bei euch. Jo, freut mich. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Okay, ciao. So, P2, der Dennis Henschel, richtig? Genau. Ja. Dennis, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Glückwunsch zu P2. Deine Freundin ist hier feste am Anfeuern bei uns. Na, jetzt hat es endlich geklappt mit dem Treppchen. Auch von mir Glückwunsch, endlich. Dennis. Endlich, ja. Ja, ey, so super war schon der dritte Platz. Als ich da abgeflogen bin, habe ich mich schon schwarz geärgert. Ja. Deswegen, und hier, ich habe mir gerade so einen abgeschwitzt, ne? Ja, das glaube ich dir gern. Hat er zeitlang trotzdem komfortabel ausgeguckt. Du hattest nach vorne zwar Luft, aber auch nach hinten genügend. Da warst du noch auf P3. Habe ich da schon zur Jessica gesagt, hey, schaut gut aus, könnte klappen heute mit Treppchen. Jetzt ist es P2 geworden. Recht viel schwitzen musstest du gar nicht. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ja. Nö, das war recht einsam, das Rennen. Aber man kennt es ja, ne? Wenn man so viel nach vorne und nach hinten Platz hat, dann wirst du irgendwann unkonzentriert und fängst an, Fehler zu machen. Ne? Richtig, ja. So. Ja, Gassner kann ich dir verraten. Der hat die DT bekommen wegen Track Limits und stand auch in der Box. Der ist ja die fastest Lap gefahren. Da habe ich schon zum Dettel gesagt, Mensch, wenn der mal nicht leerer fährt wie die anderen und hat tatsächlich dann 20 Sekunden gestanden, also der scheint nachgetankt zu haben. Und dann halt die DT noch dazu. Jetzt am Schluss noch einen kleinen Dreher und das war es dann mit. Ja, gut, für mich, für die Meisterschaft, ärgerlich für ihn. Ich habe ihn so oft auf dem Trainingsserver gesehen und der konnte Zeiten fahren, da wäre ich im Leben nicht rangekommen. Ja. Nee, aber, top gewesen, hat auch Spaß gemacht zuzuschauen, war wirklich cool. Olden Park, geht's los in 2 Wochen. Liegt dir die Strecke oder eher nicht so deins? Da habe ich bis jetzt geschmeidige 10 Runden vor 2,5 Jahren mal gedreht, um die Streckenmedaillen zu kriegen. Also werde ich die Zeit gut nutzen, die ich jetzt habe, um da ranzukommen. Okay. Weil ich leider 2 Jahre oder 2,5 Jahre Pause gemacht hatte mit Sim Racing und jetzt alles wieder. Da bin ich immer ganz froh, dass das nur im 2-Wochen-Takt ist, aber die werde ich auch nutzen. Ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also Setup hast quasi auch noch keinen, es ist alles jungfräulich bei dir. Okay. Also ich habe ein gutes Team hinter mir, die haben immer so ein bisschen Setups, der Daniel Hummel, Nick Kleefeld und Michael Haaf, die fahren ja hier auch mit und da ergänzen wir uns super oder die helfen mir da auch ziemlich, was das angeht, wenn ich mal eine Frage habe. Ja. Das ist echt super. Durch die bin ich auch deutlich schneller wieder reingekommen. Ja, ja. So muss es sein. No. Genau, dann kann es quasi losgehen, Olden Park ruft. Bei dir ruft vielleicht das Feierabendbierchen auch noch oder die Dusche oder wie auch immer, wenn du so reingeschwitzt hast. Dann wollen wir keine länger. Der Hund? Der Hund? Der Hund muss okay. Und dann die Dusche. Und Drückerschen und Küssen von der Frau. Die war ja fast mit dabei. Das erste Rennen, wo sie zugeguckt hat, muss ich sagen. Ach Quatsch! Aber dann ist es Glücksbringer. Ne? Das heißt, künftig dann öfter vorm Fernseher sitzen. Gut, in diesem Sinne, wünsche ich dir einen schönen Abend, halte mir dich nicht länger auf und Grüße an die Freundin, bis zum nächsten Mal. Ne? Danke. Jawohl, ciao. Tschüss. Ciao. Zu guter Letzt, der Noah, einmal mehr, küsst schon zum Inventar hier wunderschönen quasi. Wunderschönen Tag. Grüß dich. auch von mir Glückwunsch, Noah. Ja, danke. Wieder Top-Rennen. War im ersten Stint war es echt eng, ne? Also der Ich hatte 03, echt 04. Angst. Ich hatte echt Angst, weil der war echt schnell. Als er mal ein bisschen zurückgefallen ist wegen einem Fehler von ihm und dann mal ein bisschen freie Fahrt hatte, da ist er, glaube ich, gleich 8/7 Zehntel, hat er gleich die schnellste Runde gedreht. Da habe ich richtig Angst gekriegt. Aber dann so am Ende vom Stint habe ich es mir irgendwann eingefallen, Moment mal, der könnte ja auch einfach ein bisschen weniger Sprit haben. Genau. Und das war es letztendlich auch. Also der hat wirklich eine andere Strategie gewählt. Der hat 20 Sekunden war der gestanden im Verhältnis zu dir mit 5,8 Sekunden. Also der ist einfach mit deutlich weniger Sprit losgefahren.
Ja gut, dann kam natürlich halt die Tee dazu, na? Und am Schluss ein kleiner Rausdreher okay. Und somit war es das dann für ihn leider. Aber erstes Stint war top spannend, also wir waren sehr, sehr oft bei euch, weil es wirklich eng war. Absolut. Ja, ich dachte, Quali, wären in ersten, ich denke auch, wären in den ersten Runden vorbeigekommen, wäre die Chance hoch gewesen, dass er das Ding gewinnt. Ja, ja klar, mit seiner Strategie, wenn er wegfahren kann, dann glaube ich, wird es halt wirklich sehr, sehr eng, ne? Da wieder ranzukommen, das ranzufahren. Auf jeden Fall. Ja. Wie wichtig war die Quali für dich? Also von der Positionierung her, ne? Ja. Gerade was ich im Training davor bei einigen gesehen habe, doch recht überraschend. Ja. War jetzt keine Top-Runde, aber trotzdem natürlich gefreut für die Platz 1. Und das ist hier sowieso wichtig, gerade wegen Kurve 1. Ja, genau. Ist wichtig, vorne zu starten. Oder auf der linken Seite. Entweder vorne oder auf der linken Seite. Ja. Ja, linke Seite war bei alle letzte Woche auch sehr gut gemeistert. Ja, linke Seite also, hat ja nicht geholfen letzte Woche. Ja, ich hatte letzte Woche ist ja mein Kollege gefahren, Herr Mürzer. Da war das ja ein bisschen anders aus in der ersten Kurve. Also sowas hat man noch nie. Also in 4 Seasons nicht, ne? Wie letzte Woche. Also ja gut, aber sei es drum, ne? Ja, wie gesagt, top Performance. Olden Park steht auf dem Plan in 2 Wochen. Wir fahren ohne LFM BOP wieder. Das kann ich schon mal verraten. Somit glaube ich, ganz gute Aussichten auch wieder mit vorne mit zu fahren, denke ich mal. Ich hoffe das immer wieder. Also ja. Ich muss ja irgendwie vorne den Seftel noch einholen. Genau. Aber es wird ein langer Weg, glaube ich, wenn er weiter so fährt. Ja. Ja, bin gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super schönen Abend. Ich meine auch. Genau. Dankeschön. Dann hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen beziehungsweise 4 Wochen dann, weil nächste Woche ist ja dann wieder die Brose-Klasse zum Interview. Aber in 4 Wochen gehe ich schwer davon aus, dass wir wieder voneinander hören. Ich hoffe es. In dem Sinn wünsche ich dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, euch auch. Und lass dich feiern. Genau. Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Ciao, dabei. Jo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, sehr schön, sehr schön. Top-Rennen fand ich wieder. Zweiter Stint war so ein bisschen auseinandergezogen nach den Boxenstops, aber erster Stint war teilweise echt hauteng beieinander. War schon cool, ne? Nee, war kann schon sich, schön. Ne? Kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Ja. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch beim Chat fürs Zuschauen. Würden uns freuen, wenn der Däumchen da lasst, gerne auch ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, auch gerne die Glocke läuten, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt, was Videos angeht. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen vom Olden Park wieder und ja, bis dahin habt ihr gute Zeit und wir wünschen euch was. Bis dahin, macht's gut. Auch bei mir. Servus. Macht's gut.